Hallo Leute, ich will nur kurz sagen, heute ist Frauenstag, international auf die ganze Erde, und ich wollte mir ein Video drehen, ein Projekt. Ich wollte mir nur die Leute Meinung fragen, was sie denken über Frauen der Erde, was sie wünschen, was sie denken für die Zukunft. Und ich habe mehr als 10 Leute gefragt. Und jeder sagt nein. Und das tut sehr weh. Ich kann nicht lügen. Das hat mir nicht gefallen. Aber trotzdem, das ist nur ein kleines Video, ein kleines Projekt. Das sollte mir nicht so wehtut, aber man denkt nur, was steht von der Menschheit. Wenn man zu dir kommt und was fragt, lass ihm einfach reden. Lass ihm sagen, was dir zu dir sagen wollte. Vielleicht ist was interessant, vielleicht ist nicht. Aber zu den Leuten, dass die Nein gesagt hat, hat mir nicht gefallen. Aber die hatten auch ihr Recht. Sie wollen nicht, und ich darf auch nicht so sauer sein. Aber ja, tut ein bisschen weh, wenn man seine Zeit verlässt und seine Ideen investieren will, und das klappt einfach nicht und ist ein bisschen traurig. Ich sitze hier auf dem Boden, sehr gestresst, mittel auf Zeil, ist sehr voll mir, Galerie Kaufhof. Aber das ist so, manchmal kann passieren. Was finde ich nur traurig? Ja. Ja. Und was die gute Sache ist, niemand kann nicht sagen, dass ich nicht ein Video auf mich mache. Oder ein Projekt auf mich selbst. Ich kann das auch machen. Und das ist, was ich jetzt gerade tue. Und ich kann euch Kleinigkeit zeigen, was Frankfurt unbedingt für den Frauenstag mache. Und ja. Gute Sache. Man muss diesen Tag sehr glücklich sein, weil auf alle Sachen, jede Sache hat eine Geschichte. An diesem Tag hat was für die Frauen sehr wichtig, weil der Welt hat entwickelt. Ich bin nicht so glücklich, ich bin nicht so viel, weil ja, ich habe es schon früher gesagt, aber ich versuche mal irgendein kleines Video zu machen, weil das finde ich gut. Auf jeden Fall. Wenn du die Leute fragst, ob sie ein Video mit dir machen, was sie sagen, nein. Aber wenn die sieht, dass du eine Kamera hast und du redest vor einer Kamera und jeder guckt dich an. Manchmal fragte ich mir, was interessieren die Menschen überhaupt?
seen yet anything interesting so far. Maybe Frankfurt is not celebrating the Women's Day at all. Because normally if they are celebrating anything, there should be something around here. Because here is the center of the town. This town, someone should know about, is a very small town. And a lot of mixed race from all over the world. Yeah. So I'm gonna try my best to show you at least the little things that Frankfurt got for this day, what they're doing. So far I have not seen yet anything. But the most funniest part is when you ask people, can you just give me 5 minutes of your time and let me just do a little interview. I just want to invest my ideas on this, like a project, but they said no. They will always say no. But when they see you like holding a camera on your side and talking around just to a camera, everybody start to look at you like you are crazy. And you're not crazy. At least I think this world is really important that everyone, each and every one of us, has the right to express his feelings and give different opinions and give a little chance to express their creative ideas. I feel really bad. Things has gone like this today. But you know what? So the people who said no, you motivate me more. You make me want to do more what I'm doing. And I thank you so much for making me feel like this. Well, this is the only thing that I am seeing here. Just a little thing for the Women's Day. Maybe there's something in the evening and I don't have any time in the evening. Ich habe nur dies gesehen hier heute. Vielleicht geht irgendwas in der Nacht. Aber in der Nacht, ich habe keine Zeit oder Abend. Ich gehe jetzt los, weiter. Ich habe fast nichts gesehen. Gott sei Dank, dass ich überhaupt wieder auf mich nehmen dürfe. Für die Leute, dass du Nein gesagt hast, er hat mich motiviert. Mehr. Mehr und mehr und mehr. Thank you.
Äpfel, Kleinigkeiten, kleines Essen, nichts Besonderes. Aber finde ich schon, wenn man Lust hat und Mühe hat, kann man hier kommen und was holen zum Essen. Und ich glaube, es gibt was Schönes, was man will. Apfel, andere Sachen. Ja, es macht, sah so aus. Diese Frucht. Selber nur. Ja. Als ich vorher gesagt habe, gibt nicht was Besonderes, aber. Ja. Aber ist schon. Kann man kommen, essen, chillen und nachher wieder nach Hause gehen. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Hallo, 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 wo ist der erste Bodenstab? Hallo, 3 Kilo, 2,70 Euro, hallo. Ja, ja, der Karabi, hallo, hallo. Das war's. Das Video war für heute. Und da habe ich jetzt das erste Mal auf Deutsch einen Vlog gemacht. Und ich versuche es mal wieder weiter im Deutsch machen, dass man auch Deutsch-Fans mich gut verstehen kann. Das finde ich wichtig. Und dann warte ich auf den Bus und dann gehe ich nach Hause. Ja, nach was heute passiert, ich fühle mich jetzt mehr besser. Und ich wollte noch sagen, vielen Dank für diejenigen, dass du mir den Kanal geguckt hast. Und bitte lass einen Daumen für mich hoch und dann bitte abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und vielen, vielen Dank und dann viel Spaß noch auf diesen besonderen Tag für die Frauen. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich bin raus.